Er will. Okay. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Ich will auch nicht mehr ohne sie. Dafür ist ihm Ellie einfach viel so sehr ins Herz gewachsen, das merkt man. Und das finde ich auch eine total coole Entwicklung in dem Spiel jetzt, weil die Entwicklung, die der Joel gemacht hat, von total selbstsicheren Arsch so hin zu einem Typ, der sich wieder traut, ein Kind sozusagen wieder zu lieben, wie ein Vater es tun würde. Die Sache ist einfach klasse. Und das gefällt mir. Na komm. Kann das ändern. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Ja. Ich stelle mir das auch ziemlich hart vor. Ich meine, ich will mir da gerne vorstellen, wie das sein soll oder sein könnte. Weil es ist hart, bestimmt. Ich weiß ja selber, wie es ist, seine Eltern, beziehungsweise einen Teil der Eltern zu verlieren. Und das ist hart. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, dann sein eigenes Kind zu verlieren. Will ich gar nicht erst wissen. Oh, Werkzeugstufe nächste. Werkzeugstufe 5. Weil alle Menschen tun so, als wenn ihnen nichts passieren könnte. Und ihr müsst euch alles eines im Klaren sein, ihr könnt jederzeit irgendjemanden verlieren. Deswegen, wenn ihr die Eltern von euch, wenn die Eltern von euch euch ab und zu nerven, denkt dran, ihr habt nur eine, einmal Eltern. Liebt sie so, wie ihr sie lieben solltet. Das ist mein Tipp an euch, an die Leute, die beide Elternteile noch haben. Nämlich, dass man jemanden verloren hat, einen Elternteil. Das, beachtet man nie so wirklich. Man tut es immer. Irgendwie im Hinterkopf behalten. So, jetzt konzentrieren wir uns aber wieder hier drauf. Weil ich glaube, wir haben hier wieder Gegenstände. Auf jeden Fall schon mal einen Bogen. Und hier haben wir einen. Können wir nochmal Sachen verbessern. Haben wir ja maximal schon. Das andere zu verbessern lohnt sich irgendwie nicht. Allerhöchstens ist das hier. 40 und dann Reichweite des Bogens. Ja, auf jeden Fall. Schade. Wir müssen 50 haben. Das haben wir. So. Das ist nicht schlecht. Hier tun wir auf jeden Fall das Schrotgewehr. So. Ellie, komm. Jetzt kommen wir da lang. Jetzt können wir endlich weitermachen. Hey, Joel, ich hab was für dich.
Oh, was denn? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich... ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Das Bild von ihm und seiner Tochter. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Gucken wir mal hier. So. Super. Oh, was haben wir? Moment, da liegen Pfeile. Perfekt. Ja, ich liebe Pfeil und Bogen. Man kann sagen, aber wild, das ist immer noch die beste Waffe in The Last of Us. Weil die einfach fast alles mit einem Schuss umbringt. Ja gut, die Pistole auch, wenn man Soldaten in den Kopf trifft, aber... Aber das hier ist echt der Hammer. Ein Firefly, naja, super. Dann lass uns mal nach unten gehen. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Bin ich auch gespannt. Ob du das sicher sein kannst. So. Gut, ich dachte gerade schon, es wären hier irgendwelche Kreaturen. Weil ich bekomme so viele Waffen, das ist die Scheiße, ja. So, erstmal schauen. Oh, ich habe hier 50. Heiltempo vergrößern, Schwächen, schwankende Waffe. Perdienzeit. Schwankende Waffe machen wir diesmal. Und hier gucken wir nochmal. Aber wir haben nichts. Okay. Alles klar. Gucken wir hier nochmal. Da sind ja hier irgendwie noch Pfeile oder so. Aber es sind keine. Gut, komm mit. Weil ich denke mal, dass das nicht der letzte Kampf gewesen sein wird gegen den einen, den wir bestochen haben. Scheiße. Scheiße, ja. Scheiße in der Tat. Scheiße. Komm ich hier auf, ja. Aber ich muss den Typen erledigen. Ich muss den Typen auf jeden Fall erledigen, bevor er großartig was anrichten kann. Nein, 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 nein. Das wollen wir mal hier nicht machen, ne? So. Ich muss nämlich hier Schrotgewehr, ne? Thank you.
perfekt. Das nehmen wir lieber mal das hier. So. Ja, das hat auch gut gelaufen. Also da bin ich sehr überrascht. Sehr positiv überrascht, muss ich dabei sagen. So. Sind auf jeden Fall schon mal drei Stück. Drei Stück auf jeden Fall schon mal. Ich habe in allen Notfällen habe ich drei Messer. Oh oh. Lass doch weg von mir! So. So. Ich habe auch schon mal. Du bist als nächstes dran. Arschloch. Knallhart. Aber so mag ich Ellie. Die ist knallhart. Das mag ich. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir irgendjemanden getroffen haben. Bleib hier. Ach du liebe Scheiße, ein Bloater. Müssen Sie hier hinlocken. Scheiße. Bleib nah bei mir. So, euch Arschlöcher erledige ich jetzt. So, brenne! Schissens Mistvieh! Sie sind tot. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das stimmt.